So, willkommen zum siebten Let's Play von Minecraft, die neue Staffel, die zweite. Minecraft Staffel 2. Ja, ich sehe schon wieder gerade, ja, ist auch ein kleiner Fehler. Ich mag keine Fehler. Nee, doch nicht. What the hell? Drei, doch sind vier. Was ist denn hier oben los? Das geht ja gar Boah. nicht. Voll die Monsterparty. Monster Party, ei, ei, ei. Die können dann gleich mal den Tempo-Dance machen oder so. Weg mit denen. Die haben hier nichts verloren, stimmt's? Ja. Kostenlos zur Miete geht's hier nicht. Das kostet was. Ja. Und dann noch solche Viecher da oben. Was, du lebst noch? Inakzeptabel. Totale Zerstörung Das eingeleitet. ist inakzeptabel, dass du noch lebst. Also, tschüss. Runter mit dir. Schon besser. Wer hat die denn bestellt? Die denken auch, die können kostenlos kommen, wie sie wollen. Falsch gedacht. Stimmt's? Ja. Die einzigen, die hier kostenlos leben dürfen, sind wir beide. Ja. Und vielleicht der ein oder andere Spieler, der viel mehr, wenn wir es ihn einladen, mit hier macht. Nicht wahr? Ja. Ui, da war gerade ein Wolf mit einem Skelett zugange. Braves Söhnchen. Was meinst du? Ist auch ein braver Hund, der die Skelette beseitigt. Also, das ist jedenfalls meine Meinung, dass das ein braver Hund ist. Auch wenn es ein Wolf ist. Ist ja nicht lumpig. Ja, schon klar. Abverstanden. Abverstanden, was du meinst, Ender. Dieser grüne Kanarienvogel da, der sagt es ja immer. Lumpi. Meinst du das? Blubi. Lumpi. Gut, der hat sich hingelegt. Ich mach mal die Tür zu. Holt er sich Corona. Was meinst du? Ja. Und das muss doch nicht sein, dass er sich das holt. Unser Werkzeugschmied. Also das müssen wir ändern. Du hast hier Quarz verwendet, ja? Ja, mir ist gerade eine andere Idee eingefallen. Ich werde hier oben so wie hier diese Dinger einbauen hier. Wenn ich die Axolotl habe, dann kümmere ich mich mal darum, dass hier nicht so wieder was spawnt. Es gibt auch die Quarzstufe, die werde ich stattdessen machen. Weil die so klein sind, die Viecher, kannst du die ruhig richtig auffüllen, ja. Die Axolotl. Ja. Damit man noch einem auch mal begegnet. Na, du kleiner Gelber. Du kleines Gelbchen. Stimmt's? Ja. Und die können immerhin so nicht in ein anderes Gebiet paddeln.
Nicht wahr? Ja. So brauchen sich die Nachbarn sich nicht gegenseitig in der Wohnung gucken. Glop, glatz, glatz, na glatz. Ja. Ich finde die einfach süß. Die Axolotl. Platsch, das ist die klassische Farbe. Platsch. Das Gute ist bei denen, die können ja nicht so aktiv schwimmen. Hier ist es wenigstens auf der richtigen Höhe. Diese kleine Axolotl. Ja. Die kann man sogar auch in einen Eimer mitnehmen. Die kleinen Kärtchen. Mhm. Dann heißt es ja Axolotl saufen, denn. Sozusagen. Ja. Das dürften erstmal genügend Axolotl sein, oder? Kannst du mal ein bisschen warten, mal guck mal über nach vorne überall, ob die sich schon gut verteilt haben. Da ist nämlich sehr wenig drin in dem Sektor. Relativ wenig. Ja, ein paar kannst du noch zupacken. Weil die haben sie ja noch nicht alle verteilt. Axolotl saufen, come on! Musste der Spruch sein. Upsala. Hm, was denn passiert? Eine Schicht zu weit wie Ursula. Das war. Das wird er nicht. Die fallen regelrecht rein. Ja. Der guckt mich an. Der hat mich angeguckt. Der kleine Kerl. Das war sicherlich auch sehr. Wenn man die sich halten würde, ich glaube, die wären sicherlich auch sehr pflegeintensiv. Diese kleinen Kerlchen hier. Mhm. Was denn? Bist du ein kleiner Neugieriger gewesen? Hallo. Dreht euch doch nicht so also an dieser Stelle. Schwimmt hier ein bisschen rum. Ihr kleinen Kärtchen. Ja, wir haben euch nicht umsonst so viel Platz gegeben. Diese kleine Pratze. Verglast. Einmal doch hier. Wir sind mir gerade aufgefallen, das sind so, dass es ja offen ist hier durch. Die soll ja keiner durchkommen hier. Wie mein? An der Seite. Ich weiß nicht, wie hoch die Treppe ist. Wenn die Treppe so schräg von hier unten hochgeht, ne, von hier musste die hochgehen. So schwierig, da jetzt Treppe reinzukriegen. Wie mein? Wollen wir das Treppenhaus ein bisschen größer, genau. Dann müsste es eigentlich funktionieren.
Ui. Dann muss ich das Fenster dann natürlich mitnehmen. Welches Fenster? Hier, ab hier muss ich es machen dann. Ach das. Plumps. Das hier ist dieser besagte versteckte Raum oder was? Ja. Wie kannst du mit dem Raum irgendwas noch anfangen? Ob du da Tiere parkst oder irgendwas? Plumps. Siehst du, was ich sehe? Ja, das meine ich ja damit. Deswegen wollte ich ja oben zuglasen und da lieber noch kleine Fische reinmachen. Dass er die nochmal tot muss und oben später nochmal welche rein. Fällt mir auch irgendwie nicht. Nur, dass du oben nochmal zumachen musst vorher. Sonst kommen ja die anderen noch runter. Oh, ein Raum ist fertig. So sieht das dann aus. Die Ausdehnung da hinten ist der Treppenhaus, das Treppenhaus, wo die Treppe dann kommt. Sogar ein Leuchttintenfisch hat sich hier einen verirrt. Eigentlich ist es doch. Thank you.
Ja, der Raum ist jetzt auch fertig. Genau der gegengesetzte Raum ist auch die, wo die Stelle hinkommt. No. Also, zu viel. Willst du die Dinger als einzeln befüllen? Oder setzt du da, damit die mit keiner reinkommt? Das wirst du noch sehen. Weg da! Musst du dem Lack einen kleinen Klaps geben? Den Tintenfisch. Hier ist ja noch eine Lücke. Bei den Katzenwaren, ja, da habe ich ein paar Mania-Prismen aus den Hexen rausgekitzelt. Aus den Pixies oder was? Ja. Weil man die ja schlecht zu kaufen bekommt. Die Big Mana-Prismen. Damit wir für den nächsten Boss besser vorgesorgt sind.
Und hier hinten könnte man Sitzgelegenheiten oder sowas hinbauen hier so. In dem Flur in Teilen, bei der größeren Fläche. Noch der nächste Raum. Das Loch da unten bleibt erstmal. Dann müssen wir von unten nach oben kommen. Hoppala. Also eine Schicht zu tief, oder? Wenn du das hier, ja, musst du ja eine Schicht oben hinbauen, wenn du das ausfinden willst. Aber wenn du es abreißt, schwimmen die ja wieso nach oben. Auch wenn das Wasser nochmal auffüllen muss. Sage ich das Falsche. Oh, die zieht es dann auch fertig. Ja, die war auch. Und eine war, wo ich noch die ich machen muss.
Ja, die ist auch. Ja, sind alle fertig jetzt, so. Dann brauchen wir nur noch die Räume aufteilen später mal. Mit Raumteiler und ähnlichem. Ja. Ein so ein Riesenraum, das ist eine komplette Wohnung immer hier. Na, erstmal abschließen. Jetzt mal gucken, wo ich nach oben, wo das Ding da oben war. Nicht in dem Zimmer hier, und jetzt fehlt. Am besten, da wo es nach oben geht, da lasse ich die Tür offen, damit ich mir das besser merken kann. Ist es auch nicht. Ist ein bisschen komisch. Ah, ich habe auch nicht nach rechts geguckt. Das ist nämlich genau neben der Tür nämlich gewesen. Irgendwo hier so in der Mitte war es ja. Ich glaube, das war sogar direkt in der Mitte. Ja, hier ja, da ist die Öffnung. Ich komme jetzt gerade nicht so schnell dahin. Ja. Schon wieder Besuch. Ja. So sieht unser Gebäude jetzt von außen aus. Hoho. Einfach nur geil. Panorama. Ja. Von außen sieht das gar nicht mal so riesig aus bis jetzt. Aber wenn man drin ist, dann sieht man, was da drin ist. Dass da Tanzsäle drin sind. Im wahrsten Sinne des Wortes Tanzsäle. Ja. Hier kommen jetzt Balkons ran. Dreier-Schicht reicht. Von wo? Wo war von hier der Ausweg? Das war irgendwo an einem Sektor. Hat er jetzt alles zugemacht? Von hier unten alles zugemacht, dann ist einer weg jetzt, wenn du wirklich alles zugemacht hast. Hier war der Exit. Ja. Wo ist es jetzt nach da oben?
Da habe ich mich ja rausgeklopft. Kurz. Ja, mal in Yokohama. Ey, brennt man bei uns hier nicht so rum. Die Scheiben hast du noch, ja? Ich muss mal hier kurz welche wegmachen, damit ich raus kann. Der Ausgang ist zwar hier, aber da kann. War hier also. Da bin ich an dem vorbeigegangen, an dem Ausgang. Und da ist die Scheibe, die ich weggeklopft habe. Da ist so ein Zombie abgefackelt, wo ich gerade stehe. Da lag nämlich vergammeltes Fleisch. Eigentlich hätte es knuspriges sein müssen. Theoretisch ja, aber dieses Gammelfleisch hier, das wird nicht knusprig. Das ist nur Müll. Das sind die ganzen Balkons auf jeder Seite zweier. Oh, sieht nicht schlecht aus. Du hättest auch eine andere Art von Stufen nehmen können. Nee, das sollte so auffällig sein. Ach so, du wolltest das mit Prismarinstufen machen. Ja. Wenn ich damit weiß, ein bisschen auffällig kann es schon. Muss nicht alles eine Farbe sein. Warum habe ich auf einmal die Pfeile in der Aufhängt? Serious. Aber nicht Blake. Oh, jetzt sind alle. Also du hast es markiert, deswegen die Dinger hier. Ja, damit da wo ich mich rausgeklopft habe. Ja, du weißt, wo die Scheiben fehlen. What the fuck? Oh, eine Viertelkarte. What the fuck? Warum bist du? Ich seh dich. Na klar, eine Viertelkarte hat dieses Gebäude. What the fuck?
What the hell? Ich glaube, das waren noch 128 mal 128 die Karte. Nach dem Video esse ich erstmal halt. Hast du Hunger? Gerade wenn es um Auflauf geht. Jetzt brauche ich noch etwas Papier. Ich möchte nämlich die Map vergrößern. Das ist nämlich noch die Level 1 Map. Hm. No, unter den Balkonien kommt noch Licht. Papier, wo versteckst du dich? Ach, da! Boah, na klar. Und das ist nur so ein kleiner Pixel. Ja, guck dir mal den hier an. Der ist ja auch. Willst du gleich springen oder so? Oder ja, will er. Ja, er will sich das Leben nehmen. Ja, aber Lama vor oder umgekehrt? Wer will vorhin euch zuerst springen? Das Lama oder du? Guck mal, der Lama schiebt den noch richtig an. Wer schiebt da zurück? Ja, wer schiebt am stärksten, ja. Ja, das Lama will ihm loswerden. Aber ja. Da, jetzt sieht er das Lama wieder. Oh, hast du gesehen, der hat den eben angegriffen. Da in nee, das bin ich. Achso, du hast da drauf gefeuert. Der hat mich gewundert, was das war. Das war ich. Sind beide jetzt tot. Oh. Weil sie sich nicht entscheiden konnten, wer zuerst springt. Aber ich dafür gesorgt, dass beide tot sind. Das war ich. Und das hier wird eigentlich. Ich glaube, das ist eben durchgeflutscht, ja, der Pfeil? Ja. Flutscht durch. Was sind das da für lebende. Was sind das da für ein schwimmendes Mist? Schwimmender Müll. Wir spielen hier nicht Skyblocks. Ja. Also was findet ihr schwimmenden Steine? Knapp eine Viertel Level 1 Map beziehungsweise Level 0 Map. Ja. Ist allein das hier. Krass, oder? Ja. Das sollen die Wände sein, oder was? Das hier, wo ich gerade drauf stehe. Ja. Das ist ein komplett ringsrum Balkon. Panorama-Balkon ist das. Alter Schwede.
schon eine Sache. Tachchen. Und da, wo die großen, wo es in den großen Balkons geht, da kommt jeweils eine Tür ran. Da meinst du, ja? Ja. Dann wäre hier das nächste. Dann da, ja. Das hier bestimmt auch. In jedem Balkon steckt jetzt ein Pfeil. 3, 4, 6, 8. Ja. Große Balkons machst du also. Ja, aber man kann ringsrum laufen. Um die ganzen Balkons. Hier. Stimmt's? Ja. Aber was könnte man als Balkon verziert ringsrum nehmen? Irgendein Zaun auf jeden Fall. Definitiv. Ich würde Kirschblüte empfehlen. Ich würde Kirsche empfehlen. Wenn du willst, kannst du den schon rumbauen. Komplett einmal rum. Das hier erstmal lassen, bitte. Außer den untersten, was weg mal wegen den Zaun. Muss er einen Teil wegmachen. Das da drunter. Den einen Stein. Zack. Ja. Das meinst du ja. Ja. So meinst du ja? Ja. Hier kommen kleinere Fenster ran. Irgendwie muss ich aber ein Doppelfenster in der Mitte machen. Bei einer Stelle. Da es nicht gerade aufgeht. Hier ging es gerade auf. Also kann ich in den Gegensätzen auch durchbauen. Das ist bei den Seiten, wo ins Feuer kommt. Das war nicht geplant. Ja, das passt wirklich zu diesem Marmor-ähnlichen. Quarz. Ja. Oh, 5 Minuten nur noch. Ui. Mann, das ging schon wieder so schnell rum. Hier muss ich jetzt wieder aufpassen. Das sind jetzt 3er. Manchmal 5 erstmal. Ja. Ups. So, das sind jetzt 5. Hier muss mal ein Loch gefüllt werden. Dann kommen hier 5er, 3er, 4er, 5er. Ich habe aus Versehen ein Loch in einen Balkon geklopft. Dann
kommen da nochmal Zweier. Hier Zweier. Ja, und da ist der Viereckige. Das ist genau die Mitte hier. Ist das außen oder innen? Das ist hier. Ah, da. Und es regnet jetzt da rein. So. Weil ich gerade den Quarzstein nicht habe. Den Quarzblock. Die Reihe wollte ich noch durch und dann hat das mal aufgehört. Hier war die Stelle, wo ich das runterklopfen musste. In den Glasstein. Ah, schon wieder. Am Anfang. Ich sehe dich hinter mir. Ja. Ah, und hier in der Nähe ist auch das Loch. Dann seid erstmal Sechser. Ich sehe Phantome. Die Nummer zählen. Das waren 6. Natürlich werden wir, sobald wir ja das machen, andere Beleuchtung machen. Ja, gleich verdient nehmen wir das. Ah, au! Ja, bin gleich verdient mit der Ecke. Ja, aber dann würde ich erstmal sorgen, dass wir uns. Wo bist du? Da, wo es auf dem Balkon leuchtet. Ah, da. Ja, selber. Ja, dann würde ich jetzt mal sagen, dass das für dieses Video dann erstmal war. Und wir sehen uns dann im nächsten wieder. Und tschüss. Auch wenn wir uns nicht gegenseitig angeguckt haben, auch wenn wir beide nicht in die hierher geguckt haben. Ja.